Du musst auch mal stehen bleiben. Vorsicht, Kamera. Stopp. So muss es sich anfühlen, wenn Fledermäuse nachts auf Beute herumfliegen. Aber sie sind nicht auf ihre Augen angewiesen. Während die Fledermaus flieht, gibt sie einen Ton von sich. Dieser Ton ist so hoch, dass ein Mensch ihn nicht hören kann. Solche Töne heißen Ultraschalltöne. Die Töne prallen von jedem Gegenstand in der Nähe, zum Beispiel einem Insekt, zurück. Die sehr scharfen und großen Ohren der Fledermaus hören das Echo. Deshalb kann sie auch im Dunkeln Hindernissen blitzschnell ausweichen. Auch ihre Nahrung kann sie auf diese Weise im Flug fangen. Einmal im Jahr veranstaltet das Hennebergische Museum in Kloster Vesra eine Fledermausnacht. Das 1131 gegründete Hauskloster der Henneberger Grafen war einst ein kulturelles Zentrum mit überregionaler Ausstrahlung. Heute ist das Gelände ein Freiluftmuseum auf 6 Hektar Fläche. Das Gelände ist vollständig mit einer Klostermauer umgeben. Neben den Klostergebäuden beherbergt das Freiluftmuseum umgesetzte Wohn- und Wirtschaftsbauten aus Dörfern Südthüringens. Und diese bieten natürlich ausreichenden Lebensraum für Fledermäuse. Wo genau leben Fledermäuse? Was schmeckt den fliegenden Säugetieren besonders gut? Warum sind sie nur in der Dunkelheit aktiv? Und was kann man tun, um die Fledermäuse zu schützen? All diese Fragen wurden in der Fledermausnacht in Kloster Vesra geklärt. Natürlich so, jetzt sind wir schon voll drin in der Fledermausnacht. Ihr habt mitgekriegt, es ist tatsächlich so, dass wir hier Experten heute mit eingeladen haben. Wir haben das Glück, dass wir Experten heute hier mit zur Unterstützung haben, die also auch gefragt werden können. Das heißt also, das Erste, was ihr schon mitbekommen habt, wenn ihr eine Fledermaus findet, dann kann das gut sein, dass man die sehr, sehr schnell retten kann, indem man aber im Fledermausexperten anruft und guckt und fragt, können wir mal vorbeikommen und könnt ihr euch das mal anschauen. Und ihr könnt also dann auch nachher, wenn ihr fertig seid, könnt ihr ganz gerne zu uns an die Bastelstation gehen. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht schon, ich habe mir ja auch schon eine Fledermaus eingefangen, die sich also heute den ganzen Abend hier an mir festhalten wird. Es gibt aber auch das Schülerforschungszentrum. Und das Schülerforschungszentrum hat so ein paar Experimente vorbereitet. Die wollen mit euch nämlich mal ausprobieren, wie das eigentlich ist, wenn man nichts mehr sehen kann und wenn man sich nur mit Ohren. Wenn ihr also nachher fertig seid mit der Bastelaktion, dann gibt es einmal, was ihr nicht verpassen dürft. Und das ist das Ausfliegen der Fledermäuse. Also herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Wigbert Schau. Ich bin ein Fledermausforscher, also bin Biologe tatsächlich. Fledermausforscher. Wer Insekten frisst, der muss dann gucken, dass er im Herbst irgendwie sich eine Lösung einfallen lässt, weil im Winter gibt es einfach, fliegen keine Insekten rum. Und da haben die Fledermäuse sich was ganz Tolles einfallen lassen. Die halten richtigen, echten Winterschlaf. Das heißt, sie hängen sich irgendwo hin und können ihre Körpertemperatur auf Umgebungstemperatur runterkühlen. Also so richtig, und können auch ihren ganzen Stoffwechsel, also das sind nur noch wenige Herzschläge pro Minute und ein Atemzug pro Minute, also die können das ganz völlig runterfahren. Warum machen sie das? Um Energie zu sparen. Das heißt, die fressen sich im Herbst richtig fett, die haben die Sonnenranzen dran, noch mehr als ich, also doppelt, also viel mehr als ich, und dann müssen die von diesen Fettreserven leben. Also die müssen so wenig verbrauchen, dass sie bis ins Frühjahr damit reichen. Alte Lagerkeller, das sind auch Höhlen in irgendwelchen Felswänden, aber die gibt es natürlich sehr wenig. Und der Mensch hat auch solche Räume gebaut, nicht um Fledermäuse zu beherbergen, sondern um da seine Kartoffeln drin zu lagern, seine Rüben, die Sachen haltbar zu machen, damit die eben, wenn es da feucht und kühl ist, dann hält sich das auch über den Winter. Und das haben die Fledermäuse entdeckt. Ja. Was denkt ihr denn, wie viele verschiedene Fledermausarten gibt es denn so in Thüringen? Mhm. Mal schätzen. Einfach Zahlen rufen. 30. Nee, das ist zu viel. 5. Ja. 10. Ja. Es gibt im Moment 20 Fledermausarten, ja. Aber denkt man nicht jetzt, also wenn man jetzt an, dass viele Leute sagen, die Fledermaus, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das sind sehr verschiedene Arten. Und die 21. Fledermausart, die ist eben schon ausgestorben. Die große Hufeisennase, die hat es früher gegeben, vor 100 Jahren gab es die noch, und die ist eben tatsächlich ausgestorben. Die anderen sind sehr selten geworden und manche erholen sich jetzt seit 20 Jahren etwa wieder ein bisschen. Und wenn man hier wieder hochgeht, dann sieht man ja eben diese zwei Eingangsbereiche. Das heißt, wenn wir jetzt dort rein, also wieder hochgehen, betreten wir den neuen Teil des Gebäudes. Das ist so ein bisschen zusammengestückelt, das Gebäude. Das ist der ältere Teil.
Und dort ist dann nochmal was angesetzt worden. Und das sieht man wirklich daran, dass diese Eingangsbereiche richtige, ja, das sind die Außenbereiche, die Giebelseiten mal gewesen. Und da ist was dran gestückelt worden. Das, finde ich, das kann man sehr gut fühlen, wenn man hier reingeht und wieder rausgeht und dann nochmal schaut, wo man da so durchläuft. Ja. Wo wohnen denn Fledermäuse im Sommer? Reinquatschen, einfach in der Wasser. Auf dem Dachboden. Genau, zum Beispiel, wenn ihr euch umdreht, hier auf großen, historischen Großdächern, wie wir das sagen, also in großen Kirchdachböden, aber auch von Wohnhäusern. Es ist warm, wenn die Sonne drauf scheint, es ist warm und die Ziegel erwärmen sich von außen und geben, wenn keine Unterspannfolie und keine Dämmung ist, geben sie die Wärme nach innen ab. Und dann war früher der Firstziegel vermörtelt. Ja, also der war nicht nur jetzt werden die so drauf geklammert und dann gibt es sozusagen da immer einen Luftzug, aber das war richtig dicht zugemörtelt und da hat sich die warme Luft oben in der Spitze gestaut. Können Sie sich das vorstellen? Und dann können Sie gleich, wenn die Sonne am Morgen beginnt zu scheinen, geben die Ziegel die Wärme nach innen ab und dann steigt die warme Luft innen und staut sich dann da und dann können die Fledermäuse sich ganz oben hinhängen und sind gleich schön warm. Und wenn es ihnen zu warm wird, dann krabbeln sie ein bisschen weiter runter, 3-4 Latten. Dachlatten weiter runter, da ist es dann nicht mehr ganz so warm. Mal zum Beispiel solche Spaltenquartiere an Häusern, solche Schiebefensterläden oder hier gibt es ja auch richtige Fensterläden. Da sitzen die dann zwischen Hauswand und dem aufgeklappten Fensterladen, können die sich dann rein und zwängen sich dann so mit Rücken-Bauch-Kontakt so. Ihr seht ja, das geht zur Wand hin, wird immer enger und dann rückeln die so lange, bis sie richtig fest sind. Und das ist ein Sicherheitsbedürfnis. Dann sitzt jede Fledermaus für sich so schön eingeklemmt. In der Weise, da kommt keine Katze, kein Marder ran. Ne? In so einem schmalen Spalt. Da, wenn der Specht ein Loch gehackt hat und fertig ist mit Brüten, dann ist ja diese Höhle noch jahrelang da. Und der Specht hat sich längst ein anderes Loch gehackt. Und dann gehen die in solche Löcher rein. Und diese Baumhöhlen, die sind dann auch natürlich innen schön geräumig. Sind auch, die wärmen sich dann gegenseitig. Das ist dann eine Gruppe von Fledermäusen, vielleicht 20 Fledermäuse. Die wärmen sich gegenseitig. Ihr wisst ja, Holz ist auch wärmt gut. Genau, und dann warten die, bis es abends dunkel wird und kommen dann da. Wenn man Glück hat, kann man dann 20 Fledermäuse aus einer Baumhöhle rausfliegen sehen. Das ist ein sogenanntes Fledermausbrett. Das kann man sich an die Hauswand hängen und dann können die Fledermäuse da reinschlupfen und am Tage ihr Quartier suchen. Ja, und genauso kann man natürlich im Garten an den Obstbaum so einen Kasten hängen oder auch im Wald. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diese Wohnungsnot der Fledermäuse kann eigentlich jeder was dagegen tun. Denn ich habe nämlich auf dem Dachboden welche Fledermäuse. Ja, ist die Frage, ob die irgendwelche Probleme machen auf dem Dachboden. Also weil eigentlich nicht. Ja, die auf den Dachboden gehen, sind nicht die Arten, die in diese Spaltenquartiere gehen. Also eine andere Art. Gibt eben Arten, die mögen diese warmen Dachböden und leben dann auch da in größeren Gruppen oder eben brauchen ein bisschen mehr Luft und fliegen dann auch am Tage mal eine Runde und hängen sich wieder irgendwo hin. Aha. Und diese Spaltenbewohner, die wollen sich irgendwo reinzwängen und sind dann da den ganzen Tag. Und die Menschen, die sind stinkend faul, die sind alleine und sind irgendwo hier hinter so einem Laden oder im Wald und sind in der Sommerfrische und werden aber auch tatsächlich von den Weibchen nicht geduldet in diesen Gruppen, in diesen Wochenstuben. Und warum machen das die Weibchen? Damit die eben sich gegenseitig wärmen können. Also das ist ja dann auch im Frühjahr, wenn es mal noch kalt ist, dann können sie das eben nicht mehr machen mit dem Runterkühlen, weil dann wächst ja das Baby im Bauch nicht mehr. Ja, also es gibt dann so einen Punkt ab Mitte, Ende April, da müssen die dann warm bleiben. Und da muss es natürlich dann auch genug zu fressen geben. Und wenn es halt draußen kühl ist, dann muss man sich gegenseitig wärmen. Ja, dann muss man Und da hat sich das bewährt, dass die dann zusammen kuscheln und sich gegenseitig wärmen in so einer Traube, in so einem Cluster. Und das sind aber dann alles nur die Weibchen. Dann fliegen ja da auch Mücken und solche Sachen rum und dann fressen die. Dann drehen sie halt auch im Januar mal eine Runde und fressen sich wieder voll. Und das ist bisher völlig unerforscht, wie die das machen. Die kommen nämlich dann nach den 2000 Kilometern, nachdem sie in Spanien waren, in diese Baumhöhle zurück. Und die gleiche. Ja, und die haben ja... Die können ja nicht, haben ja kein GPS oder so, ja. Sie werden das auch kennen, wenn Sie das haben. Für Gnüche. Ja.
Es gibt einen ganz einfachen Unterschied. Sieht ja erstmal aus wie so ein Mäusedreck, ja? Wie so ein Mäuseködel. Aber, wie ihr seht, ja, so ein schwarzes Mäusedreckchen. Ja, ich kann es ja hier nochmal zeigen. Und man kann das aber problemlos zerreiben. Und dann, wenn man da genau hinguckt, dann schillert das. Und dann sieht man, das sind diese Insektenteile. Ja? Das sind ganz fein zerkleinerte. Also von den Mücken die Beine und von den Schmetterlingen die Schuppen und so weiter. Und wenn man das so einfach zerkrümeln kann, dann ist es Fledermaus. Weil Mäuseködel sind knubberhart. Weil die ja Pflanzen fressen. Also es ist dann reine Zellulose und die kann man niemals so einfach zerbröseln, sondern die rollen dann weg und die sind wirklich knubberhart. Also wenn man wissen will, was ist das hier? Und wir haben schon wunderbare Sachen erlebt, sind auf so einen Dachboden gekommen, dann hatten die Leute da Mäusefallen hingestellt, ja? Weil sie dachten, sie müssen jetzt die Mäuse wegfallen, dabei hingen die Fledermäuse da oben. Ja? Und hier ist tatsächlich jetzt gestern entdeckt worden, eine tote Fledermaus, die irgendwie wahrscheinlich den Winter nicht geschafft hat. Und sieht es natürlich nicht schön aus, aber man sieht natürlich, dass das eine besondere Fledermausart ist, nämlich ein Langohr. Seht ihr das, wie lang diese Ohren sind? Die sitzen dann, die hängen dann nicht hier ganz frei, sondern die verstecken sich dann meistens in irgendwelchen, ich weiß nicht, ob man jetzt was sieht, hier in solchen Zapflöchern zum Beispiel. Hier, da krabbeln die rein, seht ihr das? So, wenn diese Balkenverbindung, da ist ja hier so ein Zapfen und da können die rein krabbeln. Und was ganz wichtig ist, sie müssen ja irgendwie rein und rauskommen. Das heißt, der Dachboden muss irgendwie einen freien Zugang haben. Ja, also wenn das alles verrammelt wäre oder hier ein Fliegengitter davor, dann würden die hier nicht reinkommen. Also die müssen schon auch, wir nennen das freien Einflug haben. Wir haben hier noch einen ganz, ganz kleinen Höhepunkt am heutigen Tag. Wir wissen davon noch nicht so lange, aber wir sind natürlich ganz froh, dass wir diesen Höhepunkt pünktlich zur Fledermausnacht hier mit zeigen können. Frau Becker steht hier schon so ganz, ganz toll parat. Die Sabine Becker ist nämlich von der unteren Naturschutzbehörde aus Hildburghausen, aber sie ist geschickt worden von einer Stiftung. Und Sie werden also jetzt gleich erzählen, worum es sich hier handelt und was das Tolles ist, was Sie da in der Hand haben, was wir wahrscheinlich jetzt gleich noch kriegen werden. Also, ich erteile Ihnen das Wort. Und zwar kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt des Abends, zu der Verleihung der Plakette Aktion Fledermausfreundlich für das Kloster Vesra. Die Plakette wird verliehen an Bürger und Institutionen, die sich besonders um den Fledermausschutz verdient gemacht haben. Bislang wurden in Thüringen 1.325 Plaketten verabreicht. 67 Stück für den Landkreis Hildburghausen. Besonders herauszuheben beim Kloster Vesra ist eine Wochenstube der Wasserfledermäuse mit gestern frisch gezählten 91 Tieren. Es gibt aber noch weitere Tiere, die das ganze Areal sowohl im Sommer als auch im Winter besiedeln. Dazu gehören die Bechsteinfledermaus, die Breitflügelfledermaus, das braune und das graue Langohr, Zwergfledermäuse und Mausohren. Dann möchte ich jetzt mit einem herzlichen Dank diese Plakette an Sie überreichen. Ja, vielen Dank. Dann bitte mal hierher gucken, alle beide. Nee, das geht nicht, weil hier können wir nicht die drei Punkte draufkleben. Das wird knapp. Und hier, und hier, und hier würde dann wahrscheinlich der drüber fahren. Na, das ist so ein Grundverständnis, wie so ein Roboter funktioniert, dass das halt kennengelernt wird. Also diese kleinen Roboter, die haben hier unten verschiedene kleine Sensoren und die können dann im Endeffekt diese Linien sehen und auf den Linien langfahren und dann kann man die auch noch programmieren, also dass die auf den Linien dann abbiegen sollen, langsamer fahren sollen, schneller. Und das Programmieren, das erfolgt im Endeffekt nur darüber, dass wir dann die richtige Reihenfolge von den Aufklebern aufkleben und das steht im Endeffekt dort drüben. Also da gibt es ganz viele verschiedene Befehle und die kann der Roboter dann da unten lesen. Das ist halt eine sehr intuitive Art und Weise, dann so ein bisschen an diese Robotik angeführt zu werden. Das ist ihre.
Jetzt kann ich losfliegen. So, und dann gibt es ein was ihr nicht verpassen dürft. Und das ist das Ausfliegen der Fledermäuse. Wir haben das also vor 2 Tagen schon ausprobiert und ich habe das noch nie gesehen, wie spannend das ist. Und es ist tatsächlich so um 21.30 Uhr, pünktlich nicht, die haben keine Uhr, die Fledermäuse. Da müssen wir definitiv hinten an der Westklausur sein. Das heißt, wenn ihr also 10 Minuten früher. Lieber 10 Minuten eher, ab 21.15 Uhr geht ihr einfach hinter die Türme und dann sind da ein paar Bänke aufgebaut, weil da zeigen wir dann euch auch mit einer Videokamera, wie das aussieht, wenn also die Fledermäuse wirklich alle durchstarten und dann eigentlich nicht mehr zu halten sind. Und dann werden wir auch hoffentlich das Glück haben, dass wir die ein oder andere Fledermaus noch mal einfangen können, natürlich ganz behutsam, das habt ihr schon gesehen, wie das hier funktioniert und dann könnt ihr euch noch mal ein paar Fledermäuse dann auch noch mal von nahen anschauen. Das heißt also, es lohnt sich bis dahin da zu bleiben. Ja.